herzlich willkommen zu dem nächsten Video von Minecraft Pocket Edition hier. Pocket. Und der Tim ist wieder mit dabei und wir haben eine sagenhafte, unglaubliche, unvorstellbare Erfindung. Nein, eigentlich nicht Erfindung. Der Tim hat uns einen Pocket Edition Server programmiert mit NoIP und wir haben jetzt World Edit und TP-Commands und Game-Mode-Commands und alles, was in normalen Minecraft funktioniert, hier auf dem iPad oder auf Aber die Blöcke natürlich nicht, das iPod. Ist immer noch das. Aber es gibt halt endlich mal diese Commands, die mir jetzt es gibt. Wie kommt ihr drauf? Play? Also es ist ein Server, der im Internet ist und es kann jeder, also auch ihr mit euren Geräten drauf zugreifen, wenn ihr natürlich Internet habt. Dafür geht ihr hier natürlich auf Play, dann auf Edit und dann auf External. Und dann könnt ihr hier einen Server eingeben, den nenne ich jetzt einfach mal Robske. Da könnt ihr einfach eingeben. Das ist jetzt ein Server, der. Also das ist egal, was da drin steht, wie im normalen Minecraft auch. Und hier gibt es dann eben die IP-Adresse, die heißt. Zeig mal. Die ist ganz normal wie am PC, Robske. Die steht auch nochmal auf der Ding. Punkt. Aber genau, das steht nochmal auf der Website, könnt ihr auch mal noch. Wenn dann schaut ihr einfach auf der Website nochmal nach, da steht jetzt wie gesagt auch alles beschrieben. Und Entschuldigung für den kleinen Cut, weil. Drauf, es gab gerade ein kleines Mikrosendeproblem. Weil es ist wirklich Hammer mit Robins Kamera, mit unseren allgemeinen technischen Geräten. Wir sitzen hier gerade an einem technikbepackten Ding und wenn irgendein Gerät irgendwas macht, hört man es sofort. Das ist mit den Mikrofonen richtig schwierig eigentlich. Deswegen gab es. Weil hier überall die Kabel rumliegen, die sind wie abkennen. Und okay. Serverport muss 3114 sein. 114. So, wenn ihr das jetzt hier so eingegeben habt, auf allen Pocket-Geräten, das heißt, es geht auch auf Android, weil wir haben jetzt hier auch ein Android-Gerät liegen. Kann ihr nochmal gleich rein. Funktioniert auf allen und dann habt ihr hier einfach in der normalen Welt einen Server und könnt draufgehen und. Warte auf mich! Ja. Und die zwei Geräte kommen wahrscheinlich auch wieder nicht drauf, weil die irgendwie. Die locaten den Server nicht. Warum denn nicht? Der hat auch WLAN. What the f. Das ist gerade Windows in dem gegangen. Warum? So, und jetzt sind wir hier schon auf dem bisschen noch verbuggten Server. Aber hier ist zum Beispiel gerade schon jemand neben uns gespawnt und dieser Server läuft jetzt lokal im kompletten Internet. Das heißt, ihr könntet jetzt auch drauf kommen, wenn ihr es wissen müsstet. Ich bin jetzt hier noch in Survival hier oben. Und das eben jetzt das Geile ist, ihr könnt hier wie am PC ganz einfach Commands nutzen, wenn ihr natürlich PRT, ob hat. Und ich will ja eigentlich mal zeigen, wie es ohne ob ist, aber diese scheiß zwei anderen Geräte wollen nicht drauf. Wir haben jetzt gerade das S3 weg mal getan, weil es nervt. Das hat leider gerade schon wieder reingesendet. Und es hat gerade auch nicht hier funktioniert mit dem Game Mode. Game Mode 1 und ich heiße Robske. Muss es eigentlich gar nicht, eigentlich den Namen eigentlich nicht eingeben, aber komisch. 112. Geil. Geil. Müssen wir nochmal neu drauf joinen und man sieht mich mal wieder drinnen, wie immer. Und hier mit der schönen großen Kamera vor mir. Piep, 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 piep. Wie lange dauert denn das? Da, jetzt bist du im Kreativmodus. Ich bin im Kreativ. Und du kannst auch mal in den Chat sehen. You have been kicked. Reason, Game Mode Change, weil man wird gekickt, weil Minecraft einfach das noch nicht dafür programmiert ist, dass sich der Game Mode changen kann und deswegen seit Minecraft einfach, ach, das ist ein Kreativserver, weil man kann es eigentlich gar nicht changen, aber das ist halt so. Es geht trotzdem, dass einer kreativ ist und einer ein Survival. Also es ist irgendwie komisch, aber es funktioniert jetzt. Und wir haben jetzt hier eine schöne verbuggte Welt, Entschuldigung, aber ich habe keine Ahnung, warum das so passiert. Wir haben jetzt hier leider ein Loch drin, weil man halt normalerweise tiefer spawnt und das dann einfach irgendwie weg ist. Aber wir können jetzt hier zusammenspielen, das heißt, ihr es wird Nacht. Könnt mitspielen auf einem Server. Und ich denke mal, wir werden in nächster Zeit. Und ich will jetzt endlich mal mit dem iPod draufkommen. Auch mal selber noch irgendwie draufspielen. iPod. Wehe, du sagst es wieder. Und ihr könnt darauf natürlich auch was bauen, wenn der nicht so schön läuft. Ah, er hat es gefunden. Balding. Und dann könnt ihr hier drauf einfach mal Sachen bauen und vielleicht wird es dann. Bauen darf man. Mir fällt gerade was ein. Wir können das so machen, dass ihr hier auf den Server draufkommt, wenn er natürlich läuft. Der läuft immer. Meistens läuft der Server. Und dann könnt ihr hier. Gib mal /times a day ein, das funktioniert natürlich auch.
dann könnt ihr hier was draufbauen. Wenn ihr hier spawnt, müsst ihr euch halt mit Survival hochbauen oder haben die kreativ? Ja, das ist eben das Problem. Guck, jetzt haben wir diesen Player hier. Geil! Guck mal, richtig geiles Kreuz. Ja, damit kann man gut steuern. Und dann könnt ihr hier am besten irgendwelche Sachen hinbauen und die können wir dann im nächsten Video oder so zeigen. Da könnt ihr mal eure Baukünste zeigen. Wäre wahrscheinlich eine coole Idee, das zu machen. Und ich TP mich mal zum Player. Oh, Minecraft ist jetzt gerade auf meinem... zu laut. Geil, einfach mal Minecraft auf meinem... laut. Okay, einfach mal Minecraft... Warte mal, ich tu mal das Mikro. Doch, ne, das Mikro während des... Oh. Ja, ich fliege jetzt hier gerade blind durch die Gegend. Gebt mal slash TP Player ein. Ach so, man kann sich auch TPen, stimmt. Also ihr müsst natürlich die Commands wissen, aber die sind ja eigentlich ganz einfach. Also mich. Weißt du, da könntest du es wirklich einfach nur TP-Player machen, aber egal. Jetzt falle ich wieder in die Erde. Man fällt irgendwie immer in die Erde. Immer. So, ich TP mich jetzt zum Tim und back und bin jetzt natürlich auch beim Tim in der Erde. Geil. Was natürlich ganz witzig ist, weil ich kann mich hier irgendwie nicht bewegen. Geil. Was mache ich denn jetzt? TSS TP-Player beide. Ja, wohin? TP... TP du Player. Kann ich da wieder... Aber die muss ich ja neu ergeben. Jetzt bin ich... Der Player steckt natürlich auch in der Wand. Geil. Jetzt sind wir alle in geil. Boden. Also wie gesagt, es ist eigentlich nicht dafür ausgelegt, aber wie ihr seht, es kann funktionieren. Kann. Ja, ist eigentlich eine ganz coole Erfindung. Das hätte ich nie gedacht, dass Minecraft das irgendwie hinbringt, dass es überhaupt möglich ist, vom PC einen Server zu hosten. Na ja, geil. Geil. Kann ich jetzt auch einfach... Dinge eingeben. Koordinaten, ja, konntest du. Ich mache jetzt, mach jetzt auch. 80. TP. 80. 4, 4. 80. TP. Hui. Seht ihr, so funktioniert das. Dann ist mir wieder oben. Hier, Kies ist jetzt ja auch vermehrt in der Seite. Ah, jetzt bin ich hier auch mal. Zuckerrohr. Und jetzt muss ich erstmal den Player suchen. Wo steckt denn der? Welcher? Der andere? Dann tippen halt mal einfach zu dir, ist doch egal. Stimmt. Oh, es gibt sogar jetzt Pilze. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe das gar nicht mehr mitbekommen in letzter Zeit, dass es Updates gab. Aber es gibt jetzt anscheinend auch Pilze. Muss man hier nochmal reinschauen, was es jetzt hier alles gibt. Das gab es ja davor schon, glaube ich, oder? Ja. Es gibt... Geil, jetzt ist der Player hier mal. So, also, guck, jetzt halt mal hier. Als Play... Geil. Hier die Spawn-Eier gibt es immer noch, hier Lava und so. TNT kann man jetzt ja zünden. Ach, das hier ist auch neu. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das hier. Und übrigens, wollte das geht mit diesem Ding da. Ganz normal wie beim PC. World Edit. Falls ihr World Edit nicht kennt, das ist ein Plugin für Server, wo man einfach heavy. Ganz geil die Welt verändern kann und das ganz einfach. So, und also, wenn ihr joint, guckt mal. Warte, Tim, das ist jetzt mal wichtiger. Wenn ihr joint. Ja, Schrott. Geil, Mann. Aber das ist wirklich nur die Internetverbindung von diesem schrottigen iPod. Ich nehme mal lieber das Eis, ist geil, ne? Obwohl, das kann man jetzt nicht machen. Six blocks have been changed. Geil. Hä? Es funktioniert doch gar nicht. Robin. Guck mal, ich zeig dir's mal. Robin, wo bist du? Das will ich sehen. Wo bist du? Ich sehe dich auch nicht. Bin bei diesem Kies. Kies. Du machst jetzt erstmal hier. Kies. First Portion. Ach da. Ah, Player ist mal wieder drin. Lol, und der schwimmt jetzt im Wasser. Da, guck mal. Da schwimmt er im Wasser, weil so ein Bug ist. Geil. Weil bei ihm das mit voller Wasser ist. Geil! Jetzt ist der Saufter. Tschüss! Oh, jetzt ist er plötzlich auf dem Kies raus. Geil, und er versinkt im Kies. Wir sind gerade im Survival und wir können hier einfach in Kreativ rumfliegen und sind alle auf dem Server. Es ist unvorstellbar, finde ich. Ich sehe hier gar nicht. Was halt schade ist. Der läuft aber durch die ganzen Wände. La 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 la. Also, wie ihr seht, es ist noch nicht ohne Bugs. Aber es ist theoretisch möglich. Man kann natürlich jetzt nicht, wenn man jetzt denkt, hier mit dem PC. Also, jetzt zeige ich euch mal, ne?
Also, man kann im normalerweise keine Blöcke abschlagen, wenn man ein normaler Player ist. Also man kann keine Blöcke abschlagen. Also das ist hier natürlich jetzt ein bisschen verbuggt, da achtet ihr mal nicht drauf. Man kann keine Blöcke abschlagen und sonst kann man also nicht, auch nicht Game Mode Change oder sowas. Ne? Ne, wenn man ein normaler Player ist und kein Op hat, dann kann man auch nichts machen. Ja, und also ihr müsst mal, ihr müsst halt mal, also am besten schreibt ihr uns irgendwie per E-Mail an und dann geben wir euch Op, nicht Op, sondern halt Game Mode. Oder einfach bei Skype oder was weiß ich, ihr könnt einfach probieren, Kontakt aufzunehmen. Es geht auch natürlich unter das Video, was wir jetzt hier gerade haben, in die Kommentare, dass ihr Kontakt mit uns aufnehmt, weil ja, ihr geil. Auch gelesen. Ja, geil, komm, Server, schaff es. Falls ihr noch Server, schaff es. 1000 bla 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 Blocks have been changed. Wo denn? Das dauert noch ein bisschen. Dabei mit diesem Keys. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert. Also, der Server ist very buggy, aber ich kann ihn leider nicht restarten. Läuft nämlich schon seit heute früh. Warum kann man nicht einfach Restart eingeben? Funktioniert es nicht? I don't think so. / restart. No. Come on, das. Ja, dann ich komme halt auch nicht auf den PC drauf, weil Team Viewer mal wieder zu dumm dafür ist. Aber Tim, wir müssen jetzt auch schon wieder aufhören. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein, irgendwie zu dem Themen. Du darfst nicht an den Laptop, habe ich gesagt. Dann schreibt es in die Kommentare, die werden auf jeden Fall beantwortet. Ich probiere jeden zweiten Tag zu lesen, auch jetzt nochmal als Info. Ich lese die Kommentare, ich schreibe euch zurück, wenn ihr Fragen stellt. Ich kann natürlich nicht jedem zurückschreiben, wenn jemand einen Poonamen reinschreibt, aber soweit wie es möglich ist, beantworte ich jedes Kommentar. Ihr könnt gerne jetzt hier mal auf den Server kommen. Wie gesagt, auf der Website steht nochmal die IP-Adresse oder hier im Video. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt uns einfach an. Wenn ihr OP haben wollt, schreibt einfach auch einfach mal in die Kommentare. Robin, oder join mal neu. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug, weil du nicht neu joinst. Andere Wege. Man muss mal gar nicht Doppelklick machen, dann gehe ich jetzt mal nochmal neu drauf und der Tim baut nämlich gerade TNT, wie man hört. Mal wie neu. Immer wenn der Tim Minecraft spielt, am Schluss TNT eigentlich. Wir sollten alle mal neu. Und ja, dann, wenn wir jetzt kurz hier wieder gejoint sind und ein bisschen TNT hier stehen. Ah, ich kann mich nicht drehen, hier. Dann wird der Tim das jetzt, denke ich mal, gleich anziehen. Da, guck, da steht nämlich, warum steht das bei dir nicht? Also normalerweise steht nämlich auch immer Welcome to Rob's Geweber Pocket Server. Auch bei den normalen Playern. Und da könnt ihr halt einfach euch nur das von den anderen Gebauten anschauen. Nichts kaputt machen, einfach anschauen. Und wenn ihr was bauen wollt, sagt es uns einfach. Genau, wenn ihr Op haben wollt, schreibt es in die Kommentare. So, ich hoffe jetzt mal, dieser Player, der joint jetzt mal richtig. Also. Ja, der stirbt jetzt natürlich. Geil. Hört man im Hintergrund. Echt witzig. Geil! Geil, wenn er da jetzt halt einfach im Block steckt. Hier seht ihr gerade. Oh, jetzt habe ich das die abgeschlossen. Hier seht ihr gerade das Player suffocated mit Inner Wall. Geil. Inner Wall. Und jetzt ist er einfach nochmal in der Wall. Also, wir beheben noch die Bugs, keine Angst. Ja, wir haben jetzt gerade einen wunderschönen Sonnenuntergang hier. Und Sonnenuntergang tut man immer mit TNT feiern, oder? Verabschieden wir uns jetzt hier mit dem Sprengung, mit dem geilen Sonnenuntergang. Wie gesagt, probiert auf dem Server zu kommen. Könnte der Server hier mal den Chunk laden? Also bei mir ist alles geladen eigentlich gerade. Guck mal, ich kann einfach mit dem Feuerzeug was kaputt machen. Geil. TNT funktioniert natürlich. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Schreibt Fragen in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ach so, was ich vergessen habe, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und Tim, geil! Kannst wie du auch noch geil verpackt! Sagen? Ja, also ich sag mir tschüss mit diesem geil verpackten Screen. Ja, ciao. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.